Mein Name ist Katrin Kern-Ludwig. Ich bin Herzensblut Bruins-Enthusiastin und Schleusingerin und wir sind heute hier, um für einen familienfreundlichen Radweg zwischen Werra und Rennsteig zu radeln. Wir sind in einem Dornröschenschlaf, da wollen wir unsere Region wieder aufwecken. Und ich glaube, je mehr Radler wir heute hier finden, desto stärker wird der Weckruf. Und wir werden entlang quasi des Schleusetalradweges und dann den Engertalradweg über die, ja, sagen wir, moderateste Steigung auf dem Rennsteig kommen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die wollen wir jetzt endlich anschieben. Die sind schon seit vielen Jahren im Gespräch. Aber keiner hat sich verantwortlich gefühlt. Und wir als Bürgerinitiative 18 sind eins, die Provinzenthusiasten, haben gesagt, hier muss was passieren. Und dafür treten wir an und haben da, wenn man sich so umguckt, schon einige interessante Mitstreiter gefunden. Ja, ich bin die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders, und ich bin heute sehr, sehr gern zu dieser Aktion gekommen. Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, wir sind hier in Thüringen eine starke Tourismusregion und wir müssen auch über die Landkreisgrenzen hinaus zusammenarbeiten. Das habe ich schon getan, insbesondere mit dem Landkreis Hildburghausen, mit dem Thomas Müller. Wir haben es also gemeinsam geschafft, dass auch die Bahnstrecke von Ilmenau bis zum Bahnhof Rennsteig wieder in Betrieb genommen werden konnte und regelmäßig jetzt auch an den Wochenenden auch Bahnverkehr anbietet mit dem Rennsteig-Shuttle. Und es muss uns jetzt gelingen, natürlich auch, dass wir auch eine verkehrstechnische Anbindung und Erschließung und auch einen Regelbetrieb auf der Strecke von Thema über Schleusingen bis auch zum Bahnhof Rennsteig hinbekommen. Und wenn wir das wollen, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir eine starke Struktur rundherum haben. Und dazu gehört die Radinfrastruktur. André Henneberg, Bürgermeister der Stadt Schleusingen. Ich sehe diesen Radweg eigentlich als eine gute Alternative, um Werratal und Rennsteig zu verbinden. Gerade als Verbindung vom Werratal-Radweg zum Ilm-Kreis-Radweg mit dem Radknoten Schleusing-Marktplatz. Das finde ich ganz wichtig. Hier werden sich künftig alle Radwege treffen, ob von Suhl kommt, im Werratal oder vom Rennsteig. Und ich finde es für die Stadt Schleusingen einen guten Weg, wenn wir das klären könnten. Mein Name ist André Knapp, ich bin Oberbürgermeister der Stadt Suhl. Warum ist Suhl heute hier mit am Start? Weil seit dem 1. Januar 2019 Schmiedefeld neuer Ortsteil von Suhl ist. Und es ist ein gemeinsames Anliegen der Schleusinger Neundorfer und der Schmiedefelder ist, hier eine funktionierende Verbindung hinzubekommen. Nicht nur den Bus, den noch nicht fährt, sondern eben auch das Rad, um die touristische Erschließung hier auch sicherzustellen. Im August letzten Jahres sind wir von der Bürgerinitiative 18 sind 1 mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für einen familienfreundlichen Radweg beauftragt worden. Dieser familienfreundliche Radweg soll einen Lückenschluss zwischen dem Werratal und dem Rennsteig darstellen. Der Radweg soll ganzjährig multifunktional sein. Da bin ich bei dem Thema der Oberflächenbefestigung. Denn die Wegstrecke soll durchweg befestigt sein. Das ist zum einen förderlich für alles, was Rollen hat, sodass auch Inliner, Skateboards, Rollatoren, Kinderwagen diese Strecke nutzen können für den Naherholungsbereich. Der Radweg soll möglichst auf vorhandenen Wegen führen, um die baulichen Aufwendungen gering zu halten. Thema Flächenverbrauch, Zerschneidung landwirtschaftlicher Nutzflächen, das soll auf ein Minimum reduziert sein, um im Gesamten eine kostengünstige Realisierung zu ermöglichen. Die Bahnlinie ist unser Ausgangspunkt. Zwischen Kloster Vesra und dem Bahnhof Rennsteig wurde die Bahn ja auch so gebaut, dass
dass der Höhenunterschied von den 400 Metern mäßig erfolgt, dass wir eine geringe Steigungssituation haben. Sodass wir diese Bahnlinie genommen haben und links und rechts einen Korridor von 500 Metern in Betracht gezogen haben, haben alle bestehenden Radrouten aufgenommen und aber auch potenziell neue Wegstrecken in die Betrachtung einbezogen. Und haben dann alle Strecken im September mit dem Rad abgefahren, um eine umfangreiche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die rote Linie ist die Vorzugsvariante, der rote Faden. Diese ist durchgängig. Es gibt im weiteren Verlauf auch noch rot gestrichelte Linien. Das sind unsere Alternativrouten. Denn die Studie versteht sich als Angebot. Das heißt, die Strecke ist noch nicht in Stein gemeißelt. Es sind hier und da auch noch Abstimmungen zu treffen. Aber diese Linien sind die Routen, die die Bewertungskriterien erfüllen im Sinne der Aufgabenstellung. Beginnen wir also in Klosterfesra in der Ortsmitte, dort, wo sich der Werratal-Radweg anbindet. Von dort fahren wir los, die Schleusinger Straße, biegen in die Fabrikstraße ein, ungefähr bis in Höhe der Feuerwehr. Und dort verlassen wir die befestigte Fläche und gehen in die Feldflur. Parallel zur Bahn kreuzen den Rossbach, in dem Falle ist hier eine Gewässerquerung baulicherseits notwendig, und fahren weiter Richtung Zollbrück. Jetzt sehen Sie hier diese lila Umrandung. Das sind immer die Bereiche, wo erhöhte bauliche Aufwendungen nötig sind. In diesem Fall queren wir die Bahnlinie, aber auch die L1625, um dann auf der anderen Straßenseite wieder oberhalb der Schleuse in die Ackerflur bzw. Grünlandflächen parallel zur Bahn weiter Richtung Rabbelsdorf zu fahren. An dieser Stelle befand sich ja früher die Haltestelle von Zollbrück der Bahnlinie und wie gesagt, wir wollen ja auch die Rennsteigbahn stärken. In dem Falle gibt es ja Intentionen, diese zu reaktivieren, sodass das sehr denkbar wäre, dies als Hop-on und Hop-off zu nutzen, sodass dieser ganze Bereich entsprechend auch aufgewertet könnte mit Parkplatz, E-Bike-Ladestation, Beschilderung. Sie sehen hier die angesprochene gestrichelte Linie. Auch diese Route ist denkbar. Sie ist steiler als die Vorzugsvariante, aber eben als Wirtschaftsweg schon vorhanden, während in diesem Bereich noch Grundstücksklärungen zu tätigen wären. Beide Strecken treffen sich in diesem Bereich und führen auf dem vorhandenen Wirtschaftsweg weiter nach Rabbelsdorf. Wir queren auch hier wieder die Bahnlinie und fahren weiter über den Kirchberg bis zur Bushaltestelle in der Ortsmitte in Rabbelsdorf. Auch hier gäbe es Alternativmöglichkeiten, die bereits hergerichtete Bahnstation als Heimatmuseum mit anzubinden. Das kann über Beschilderung erfolgen, aber gleichwohl kann die Strecke auch über diesen Weg führen. Unsere Vorzugsvariante geht hier an den bestehenden Wirtschaftsweg Richtung Totenlache, auch hier wieder eine Gewässerquerung notwendig, vorbei am historischen Tanzsaal, weiter bis in die Gemarkung Schleusingen. Es gibt viele Möglichkeiten, durch Schleusingen mit dem Rad zu fahren. Nicht alle Wege sind geeignet, mit unseren Bewertungskriterien als familienfreundlichen Radweg auch so auszuweisen. Deswegen haben wir hier auch noch eine Reihe von Alternativrouten mit in Betracht gezogen. Übergabepunkt ist am Schwimmbad. Unsere Vorzugsvariante führt entlang der Zeile, Helfnersberg und bis zum Schwimmbad. Von dort aus fahren wir weiter auf dem bereits vorhandenen, ausgebauten Radweg nach Hinternah und kommen ungefähr in Höhe Remi und Geiser wieder straßenbegleitend heraus, fahren weiter auf der alten Hauptstraße. Dort gibt es ja bereits schon einen beschilderten Radweg, das wäre hier in dem Fall rot gestrichelt. Für uns war es aber wichtig, den Mehrgenerationen-Bikepark mit anzuschließen als Highlight auf dem Radweg.
sodass die Vorzugsvariante bei uns die alte Hauptstraße entlangführt, die Hauswiese. Wir kreuzen hier bei der bestehenden Ampelanlage die Hauptstraße und fahren weiter die Gartenallee. Auch dieser Weg, ich meine die Wasserleiter, ist vorhanden als Wirtschaftsweg und auch schon als Radweg bestehend und beschildert. In der Gemarkung Schleusinger-Neuendorf angekommen, führt der Weg weiter entlang der Bahnlinie Richtung Ortskern über den Wiesenweg, Ellerweg in Richtung Glasbach. Auch hier wichtig die Anknüpfung Schwimmbad, Spielplatz, Wohnmobilstellplatz, auch mit entsprechendem Aufwertungspotenzial. Lila Kreis, weil wir haben keine andere Möglichkeit, als hier an dieser engen Stelle entlang der Hauptstraße zu fahren, um den alten Bahnhof anzuschließen und dann weiter durch Schleusinger-Neuendorf zu kommen. Ortsausgang, bis wir den bestehenden Wirtschaftsweg verlassen und in einen grünen Weg weiterfahren, der praktisch an der Bahn entlang fährt, Richtung Thomasmühle, immer an der Waldkante entlang. So zieht sich diese Strecke landschaftlich sehr reizvoll bis zum Bahnhof Thomasmühle, der entsprechend wieder mit einer grünen Markierung belegt ist, das heißt hier ein Ort mit Aufwertungspotenzial. Wir fahren weiter in die Gemarkung Schmiedefeld am Rennweg, gleiche Wegesituation. Hier wäre ein klassischer Radwegeausbau mit 2,50 Meter notwendig. Um nach Neuberg zu kommen, müssen wir die Bahn kreuzen. Hier gab es früher mal einen ehemaligen Bahnübergang. Dieser müsste reaktiviert werden, um dann zwischen Bahnlinie und Nahe auf das Industriegelände Neuberg zu kommen. Alternativ ist es denkbar, hier die Nahe nochmal mit einem entsprechenden Bauwerk zu queren und unterhalb der Hauptstraße lang zu fahren, um dann nach Neuberg zu kommen. In Neuberg besteht ein befestigter Weg, der hier hinter den Feriensiedlungen langführt, bis zu Kilometer 25. Wir wollen natürlich den Ortskern von Schmiedefeld mit anbinden. Hier haben wir eine umfangreiche Gastronomie und Beherbergung vorhanden. Wir wollen den Bahnhof anschließen, das Biosphärenreservatsgebäude, sodass unsere eigentliche Vorzugsvariante diese hier ist. Aber wir haben in dem Bereich die Bergstraße. Und die Bergstraße hat in dem Fall leider mehr als 9% Steigung, würde in unseren Bewertungskriterien wegfallen. Aber es ist dem Radfahrenden überlassen, wer ein E-Bike hat, ist es kein Problem, dann trotzdem diese bereits vorhandene Streckenführung zu fahren, weiter Richtung der Wiederbahnkreuzung in diesem Bereich. Alternativ baulich aber herzustellen, führt unsere Vorzugsvariante hier die Frauenwalder Straße entlang bis zum Friedhof und geht dann mit mäßigem Gefälle durch den Wald vorbei am Rennsteigteich und trifft dann an dieser Stelle auf die Alternativroute und wir fahren zum Ziel, zum Bahnhof Rennsteig. Von hier aus haben wir Anknüpfungspunkte zum Ilmtal-Radweg, aber auch jetzt hier auf der Karte nicht mehr dargestellt, der Rennsteig-Radweg, sodass ich für Schmiedefeld insgesamt sogar eine Rundwegsituation ergibt, die sowohl für den Naherholungsbereich des Spazierengehens, aber eben auch multifunktional mit dem Rad fahrbar ist. Sie sehen jetzt hier die Summe von 5,3 Millionen brutto. Das sind die ermittelten Baukosten von Rappelsdorf Bushaltestelle bis Bahnhof Rennsteig, die sich dann nochmal auf die zwei Kostenträger, in dem Falle die Stadt Schleusing mit anteilig 15,5 Kilometer Länge mit Nettobaukosten von 2,5 Millionen und
Stadt Suhl mit den Anteilen von Thomasmühle bis Schmiedefeld 5,7 Kilometer mit 1,3 Millionen Euro netto, sodass wir mit Baunebenkosten, Märchensteuer und so weiter auf 5,3 Millionen Euro in der Kostenschätzung nach aktuellen Preisen von 2020 kommen. Wir haben es ja hier mit unterschiedlichen Baulastträgern zu tun, unterschiedlichen Verwaltungen. Deswegen empfehlen wir für den ganzen Prozess frühzeitig verbindliche Festlegungen zu treffen hinsichtlich der Zuständigkeiten. Es braucht einen Prozessmanager, der sich den Hut aufsetzt, dann auch in Sachen Finanzierung, Fördermittel, Akquise. Und mit diesem Prozessmanager soll dann auch dieser Umsetzungsprozess begleitet werden. Ja, meine Damen und Herren, dann bin ich am Ende mit der Präsentation und würde mich freuen, irgendwann auch von Kloster Fessra nach Schmiedefeld radeln zu dürfen. Vielen Dank. Hey,